das Ding? Ich habe einen Chronobeschleuniger gebaut. Da ist das doch ein Klacks. An alle Agenten von Overwatch. Oh, gleich nochmal. An die ehemaligen Agenten von Overwatch. Hier ist Winston. Wer auch sonst. Vor 30 Jahren begann der Aufstand der Onyx. Die Nationen der Welt sahen keinen Ausweg, bis sie sich an eine kleine Gruppe von Helden wandten. Overwatch wurde ins Leben gerufen, um die Menschheit aus der Onyx-Krise zu befreien. Für sie wurden wir zu nie dagewesenen Champions des Friedens und Fortschritts. Ihr wurdet gerufen, weil ihr Kräfte und Fähigkeiten besitzt, die euch zu... Ihr kamt, weil ihr... Warum erzähle ich euch das? Okay. Die Menschen dachten, dass sie besser ohne uns dran wären. Sie schimpften uns Kriminelle. Sie entzweiten sogar unsere Familie. Aber seht euch um! Jemand muss etwas tun! Wir müssen etwas tun! Wir können wieder etwas bewirken. Die Welt versinkt im Chaos und braucht Helden. Seid ihr dabei? Und wie? Ich bin wirklich gespannt. Ich habe ihn nicht mehr zuspoilern lassen oder irgendwas Blödsinnmäßiges oder so. Nicht mehr einen Trailer angeschaut. Ich hätte mir das so. Ich glaube, ich hätte mir lieber eher mal den Trailer anschauen müssen, bevor ich mir Overwatch hätte. Tja. Ein reines Multiplayer-Game. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und das ist auch das Einzige, was ich erfahren habe bis jetzt. Na gut, was haben wir denn da überhaupt? Spielen, Training, Heldengalerie, Lootboxen, Freunde, Gruppen, Karriere, Optionen. Tja, ich würde einfach... Okay, das ist dann das mit den Freunden und so. Karriere, da würde ich mich eher gerne mal umschauen. Okay, da sieht man, dass ich noch nicht einmal irgendwie auf eine Ansatzweise da schon gespielt habe. Was haben wir sonst noch? Heldengalerie, da könnten wir wenigstens mal durchschauen. Okay, ich habe noch... Achso. Also das sind vielleicht die Charaktere, die was ich jetzt einmal habe für den Anfang oder so vielleicht. So von meiner Meinung aus jetzt. Sag ich mal, der Kopf würde mir jetzt so gut gefallen. So. Dann der rechte, der hat mich richtig gut angesprochen. Dann der... Ah, der schaut auch nicht so schlecht aus. Sonst muss ich ehrlich sagen, bin ich, der ist ja auch ganz okay. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich mich mit allen Charakteren so irgendwie anfreunden kann oder so. Aber na gut, was haben wir denn da? Einfach schnelles Match. Trainiere deine Fähigkeiten gegen ein Team von KI-Helden. Ändere die Spielregeln und spiele ein Match mit deinem Freund oder der KI. Hier geht's ans Eingemachte. Tja. Gehen wir gleich ins Eingemachte? Ja, wieso nicht? Bevor es richtig losgeht. Oh, ich weiß, was ich tue. Nicht wieder fangen. Ja, einfach. Passt schon. Ist schon gut. Tja, lassen wir uns einfach überraschen, wie denn das Spiel jetzt so ist. Ui. Also, ich bin aber auch wirklich gespannt, ob ich dann meinen Charakter mit mehreren Waffen ausstatten könnte. Oder oder wenigstens das Kostüm ändern kann. Also, irgendwas, was ich freispielen kann. Ich will nicht einfach unnötig irgendwie das so spielen und dann am Schluss irgendwie nichts in den Händen haben, einfach nicht
für was ich spiele, sondern ich würde schon irgendwie gerne da neue Kostüme. Angeblich soll ja da so mehrere sexistische Tänzchen dabei sein. Die würde ich ja auch gerne mal freischalten oder so. Das wäre auch nicht einmal so schlecht. Ankunft am Watchpoint Gibraltar. Ich bin wirklich bei dem. Ich bin kein Feind jetzt von Blizzard oder so. Aber ich bin bei dem Spiel bin ich wirklich sehr skeptisch. Okay. Da hätte ich gleich einmal gesagt, wir nehmen den hier. Einfach so. Ah, okay. Wir sind mit dem Charakter Stufe 1 wahrscheinlich. Und der andere. Okay. Wahrscheinlich Stufe 1. Also kann man mit jedem einzelnen Charakter eine bestimmte Stufe erreichen. Das gefällt mir extrem gut. Das gefällt mir wirklich der extrem Tod gut. Gedrückt halten, um Heldendetails anzuzeigen. Okay, okay, okay. Gedrückt, um den Helden zu wechseln. Das ist interessant. Das ist nicht einmal so schlecht. Das ist extrem gut. Worauf warten wir noch? Okay, da kommen wir mal nicht durch. Vielleicht können wir da irgendwie was machen. Und da ein bisschen. Ah, okay. Da warten dann auch schon welche. Oh, da will vielleicht einer versuchen, dass er da vielleicht da durchkommt. Der wartet schon die ganze Zeit. Bis da mal jemand durchkommt. Na gut, ich würde sagen, schauen wir mal einfach mal das so raus. Oder probieren wir mal die Fähigkeiten. Okay. Ah, wahrscheinlich sind wir da unsichtbar oder so. Was haben wir denn da? Oh, teleportieren ist cool. Oh, wow. Na warte. Zack, zack. Oh, nice. Oh, komm schon, ich hätte den Typen fast gehabt. Ich nehme an, das geht jetzt nicht wirklich weit oder so. Ich nehme das jetzt wirklich an, dass es nicht weit kommt. Komm schon, nice. Oh nein! Oh Mann! Hui! Aufpassen, wirklich gut aufpassen. Wow! Okay, da war einer in der Luft. Ich will da wirklich vorsichtig sein bei dem Spiel, wenn ich mich noch nicht so gut auskenne. Was haben wir denn da? Okay, können wir eigentlich jetzt. So, jetzt habe ich wirklich nicht gemerkt, was wir jetzt da machen können. Aber ist mal gut zum Herausfinden. Okay, wir. Oh, da! Oh. Oh Mann, Mann, Mann. Wow. Oh oh. Oh oh. Irgendwas passiert da jetzt gerade. Entweder habe ich da jetzt. Oh. Okay. Jetzt müssen wir unbedingt warten, bis. Oh, komm schon. Na warte. Ich bin wirklich gespannt. Wir müssen mich wirklich ein bisschen einüben. In diesen Spieler. Oh Mann. Na warte, verfolgen wir ihn. Nicht so Pussy aufzahlen. So, irgendwo muss der jetzt das sein. So. Oh, Mist. Oh. Aber wir haben eine Heilung bekommen. Oh, okay. Wir haben anscheinend wirklich wenig Leben. Ja, sehr wenig sogar. Na warte. Dann hüpfen wir um. Vielleicht können wir irgendwie jemanden fertig machen. So. Ui. Oh, komm. Der hat mich jetzt fertig gemacht. Okay, wir hatten wirklich viel zu wenig Leben. Aber wir haben leider niemanden mehr machen können. Das ist so schade. Wirklich schade, aber na gut. Na, wurscht. Oder nee. Lassen wir den einmal, dass wir hier auf die nächste gelegene Stufe mit dem Charakter kommen. Was haben wir denn da Schönes? Können wir da. Okay, ist einfach nur zum Heilen. Gut zu wissen. Nice. Hier sind wir Zielscheiben. Beweg das Ding. Okay, müssen wir schauen. Zeit für zu. Haben die da irgendwie ein Problem oder so? Na, schau dir frei aus. Aber ich würde trotzdem schauen, dass wir da so ein bisschen was machen können. Da. Oh Mann. Oh Mann. Hey. Oh, komm. Muss ich da extra teleportieren und so? Hui. Zack, zack, oh! Penetriert, nice! Achtung, Trommelfeuer! Und
Zack. Das ist das Ende. Das sollte ich lieber nicht riskieren. Aber wir sollten schauen. Hinter mir. Naja, hinter mir ist keiner. Dankeschön, aber trotzdem für die. Wow. Oh, komm schon. Wow. Komm schon, beide ich. Ja, ich den wirklich jetzt eliminiert oder wie? Coole Sache. Na warte, wenn der Große dann wieder da ist, dann schauen wir, dass wir ihn wieder fertig machen. Schauen wir, dass wir ein bisschen wieder für die Fracht oder was bekommen. Warten. Oh, komm nicht. Steht irgendwie ein Schild oder so irgendwas. Irgendwas ist da. Oh yeah. Nice. Ich hüpfe da jetzt mal lieber. Weil letztes Mal hat es mich da ein bisschen mehr gemacht. Warte, geh mal mit der Fracht. Geh mal mit der Fracht weiter. Schau mal. Da drüben ist immer einer. Oh, nice. Holen wir uns ein bisschen was. Ah, kann ich ihm nichts teilen oder so? Nee, schade. Nein, kann ich ihm mal nicht. Aber gut zu wissen, weil sonst würde ich natürlich, so wie bei Battlefield, extrem aufteilen. Ich würde schauen, dass jeder überlebt. Da haben wir vielleicht was? Okay. Nur vielleicht zur Ausstattung, so. Dicker. Oh, ich werde da richtig angezogen. Ich werde da nicht wirklich jetzt viel machen können. So. Hui. Wow, komm, teleportiere ich. Oh, komm. Wow. Huh. Ich hab's überlebt. Oh Mann. Das ist das Ende. Trotzdem ist gut, wenn ich wüsste, wie ich mich da jetzt heilen könnte, wenn da irgendwo jetzt so ein Fleckchen wäre. Aber wir haben ja eh ein Fleckchen entdeckt. Die Frage ist nur, ob ich mich dorthin teleportieren kann. Aber jetzt weiß ich selber nicht mal, wo ich bin. Da haben wir es ja schon. Am besten ist, wenn ich mich da jetzt irgendwie da so rein teleportieren könnte. Genau so. Also, das sagt nicht gerade wirklich voll, aber immerhin ein bisschen. Wir können ja noch ein bisschen warten. Oh, wir müssen helfen. Mal schauen. Und dann nehmen wir auch noch die Spezialattacke hätten. Oh, komm. Mann! Wow! Ah, okay, ich kann da gar nichts machen. Oh, Mann. Komm schon. Nein. Nice. Oh, aber cool. Es stockt nur extrem die Fähigkeit. Immer schön gezielt. Aber die können trotzdem die Fähigkeit. Können sie mich trotzdem nachher machen. Ui. Das muss ich wirklich gut aufpassen. Wirklich gut aufpassen. Wenn es so zwei sind, dann, oder drei sogar, und die sind sich wirklich gut angegriffen oder so, dann geht's. Dann kann man es ruhig machen. Oder so. Aber. Ich wollte mich eigentlich teleportieren und unsichtbar machen. Und wir holen uns da gleich immer ein bisschen. Und dabei auch noch Nachladen. Perfekt. Haben wir das jetzt geregelt hier? Also, das Gefühl. Wow. Oh, shit. Ah, cool. Der kann mich heilen. Super, Bro. Bester Bro hier. Zack. Uiuiuiui. Na, warte, die holen wir uns gerne mal. Oh, komm schon. Da bin ich. Sind die dann irgendwie sozusagen eigentlich die böse Version von uns, oder? Weil die können ja eigentlich theoretisch gesehen die gleichen Charaktere nehmen wie wir. Deshalb. So, ich werde mich da jetzt einfach mal unsichtbar machen. Warte kurz. Unsichtbar. Dankeschön. In der Hoffnung, dass ich sie mehr machen kann. Und mich schützen kann da drinnen. Passt. Mehr gegangen. Und davor. Wow. Ich muss das machen, sorry Leute.
Das ist richtig cool, wenn ich das mache. Oder auch nicht. Stirb. Ja, dann mischen wir uns hier mal und das Volk hier. Also einerseits macht es extrem viel Spaß, andererseits bin ich wirklich sehr skeptisch. Wow, nice. Oh, ah, wir haben sogar gewonnen. Okay, das hat man aber auch schon gemerkt. Wir sind ja auch am Anfang sehr weit nach vorne gekommen. Und tja, es hat auch wirklich sehr Spaß gemacht. Also die erste Runde. Okay, ist aber eh klar. Es macht immer Spaß, wenn du immer gewinnst. Das ist ganz normal. Ist ganz normal. Aber wirklich nicht schlecht. Hat mir auch gut gefallen. Ich bin trotzdem nicht sicher, ob ich das Spiel jetzt noch länger spielen werde. Also ich gebe es ehrlich zu, ich weiß jetzt nicht, wie okay. Episch. Gefällt mir. So, okay. Gut. Oh! Okay, verursachter Schaden. Tode 2. Kills mit Tod. Trefferquote. Längste Killstrike.